Ob die von den Piraten zitierten Zeitungsmeldungen zutreffen oder nicht, kann diese Landesregierung nicht beurteilen. Das liegt auch nicht an mangelndem Interesse. Die Landesregierung hat keine verlässlichen Kenntnisse darüber, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß Daten von der NSA abgegriffen wurden oder noch immer abgegriffen werden. Wir können den Wahrheitsgehalt dieses Spiegelartikels nicht überprüfen. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, ich wiederhole es nochmal, wir können den Wahrheitsgehalt dieser Spiegelveröffentlichung nicht bewerten. Dazu fehlen uns Erkenntnisse. Ich bin jetzt zurzeit nicht in der Lage zu beantworten, welchen Servertyp welche Behörde bei der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen benutzt. Über solche technischen Details kann ich im Rahmen einer parlamentarischen Fragestunde bedauerlicherweise keine Auskunft erteilen. Keine Frage. Mir ist allerdings nicht bekannt, zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt, ob solche Angriffe dieser Art in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen stattgefunden hätten.